Herzlich willkommen. Es geht um die Abgabe und Erklärung der Grundsteuer. Und zwar gibt es eine Reform und man glaubt es kaum, im Jahr 2022 gibt es in Deutschland die erste rein digitale Steuerreform. Das heißt, diese Abgabe der Grundsteuer-B-Erklärung, die wir jetzt gleich machen werden, also du erhältst sie gleich in der Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ist das erste Mal eine Reform in Deutschland, die rein digital vorgesehen ist. Das heißt, es ist gar nicht vorgesehen, dass du es in Papierform abgibst. Es gibt eine Härtefallregelung mittlerweile. Das heißt, solltest du kein PC haben und andere bestimmte Szenarien eintreffen, kannst du dir Unterlagen oder Papierform davon dem Antrag beim Finanzamt deiner Stadt oder Kommune abholen. Musst dich aber am besten vorher melden, mach dich am besten vorher schlau. Solltest du aber das digital abgeben wollen oder können, dann bist du genau richtig. Hier bekommst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, wir werden mit dir die ganzen Masken durchgehen. Ich werde dir für Schritt erklären, was du tun musst. Du kriegst einen kompletten Baukasten, den du komplett nachbauen kannst und bist dann in der Lage, deine Erklärung in maximal 10, aber wirklich vorsichtig geschätzt, 15 Minuten komplett selber herzustellen. Wenn du es nicht schaffst, ich wette darauf, das schaffst du locker. Wenn du es nicht schaffst, schreib mir einen Kommentar rein, dann sag mir, was ich falsch gemacht habe. Weil man muss eins sagen, es ist wirklich gut gemacht worden. Also mittlerweile. Am Anfang war es schwierig. Wir hatten auch, das ist übrigens der vierte oder fünfte Versuch von den Aufnahmen. Wir mussten dann abbrechen, weil der Elster-Server nicht funktioniert. Der war einfach nicht erreichbar, der war down. Wahrscheinlich überlastet oder irgendwelche Updates. Mittlerweile ist es aber echt gut geworden. Es sind zwei, drei Stellen, die sind nicht ganz so perfekt geworden. Aber ansonsten ist es wirklich ein gutes System geworden. Und du kannst mir auf jeden Fall sicher sein. Damit kannst du sicher und schnell und einfach nach dieser Anleitung komplett vorgehen. Und deine Erklärung hast du in 10 Minuten locker durch. Ja, worum geht es hier? Es geht hier nur um Teileigentum. Ganz wichtig, wenn du eine Immobilie dir alleine gehört, also ein Haus, ein Grundstück dir gehört, dann bist du hier falsch. Hast du das oder tritt das bei dir zu? Verlinke ich dir gerne hier oben, dazu habe ich eine andere Videoreihe erstellt. Das ist, der Anfang ist ziemlich gleich, aber dann hält es ziemlich weit auseinander. Das heißt also, wenn du eine Erklärung abgeben möchtest oder musst, für ein Grundstück, für ein Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, was dir alleine gehört, dann müsstest du einmal, verlinke ich nochmal hier oben, da draufklicken, da muss man mal switchen. Wenn du eine Erklärung für ein Eigentumsvertrag abgeben willst, dann bist du noch richtig. Also das heißt, der WEG, du hast Teileigentum, eine Wohnung, eine klassische Wohnung, Eigentumswohnung, bist du hier genau perfekt. Wir starten auch gleich. Ich sage dir gleich alles, ganz genau, was du brauchst. Die Liste schreibe ich dann noch in die Shownotes hier rein. Das heißt, schau, dass du alle Unterlagen parat hast, weil die meiste Zeit verbringst du mal mit dem Suchen. Da ist wichtig, wenn Unterlagen, geh die Checkliste durch, stell dir zur Seite, danach wette ich mit dir 10, maximal 15 Minuten, bist du mit allen durch, das Ganze ist erledigt damit. Ja, ich hoffe, das hilft dir soweit weiter. Wenn du sonst weitere Fragen hast, irgendwas unklar ist, schreib es in die Kommentare unten rein. Die Kommentare werden von uns regelmäßig gelesen, auch andere lesen Kommentare, eventuell kann jemand anderes dazu helfen. Und ja, natürlich gerne, wenn das Video gefällt und dir weiterhilft, Daumen hoch. Wenn es dir nicht gefällt, Daumen runter. Ja, wobei, ich hoffe schon, dass es dir gefallen wird. Also in der Schritt-für-Schritt-Anleitung wirst du so schön nicht finden. Daher, wie gesagt, gerne Daumen hoch da lassen. Und wenn du weitere Videos in dieser Art sehen möchtest, Kanal abonnieren natürlich, auf jeden Fall. Und die Glocke aktivieren. Dann starten wir jetzt direkt. Wir gehen los mit dem ersten Video. Dazu switche ich an den Rechner. Das heißt, wir ändern ein bisschen die Ansicht dabei. Aber wichtig ist, bleib einfach dran und dann geht es direkt los.